Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und in diesem Video heute geht es um einen ganz speziellen Filter, nämlich der Natural Night Filter von Neezy. Der sieht auf den ersten Blick aus wie so ein komischer Farbfilter. Allerdings kann er doch noch ein bisschen mehr. Und was genau, das zeige ich euch in diesem Video nach dem Intro. Viel Spaß! Dieser Filter, wie ich schon gesagt habe, sieht ja im Prinzip aus wie ein normaler Farbfilter. Und wenn ich mir das jetzt mal so angucke, ja, wenn ich das jetzt hier so durchschaue, dann verschiebt er die Farben einfach noch so ein bisschen mehr ins Bläuliche. Und jetzt wirst du dir denken, wozu brauche ich denn einen Filter, der einfach nur eine kleine Farbverschiebung macht? Weil das kann ich ja theoretisch auch in der Bildbearbeitung machen. Dieser Filter kann allerdings ein bisschen mehr. Der Filter ist nämlich vor allem dafür da, dass wir Wellenlängen, die für Lichtverschmutzung zuständig sind, blockieren kann. Und gerade wenn wir Cityscape-Aufnahmen machen oder aber auch Astrofotografie-Aufnahmen, dann haben wir immer wieder mit Lichtverschmutzung zu tun. Und gerade so eine Quecksilberdampflampen oder so Natriumlampen, also so diese typischen Straßenlaternen, die verursachen sehr viel Lichtverschmutzung und diese Wellenlängen werden von diesem Filter blockiert. Also es funktioniert doch nicht alles in der Bildbearbeitung im Nachhinein, sondern dieser Filter ist tatsächlich dafür da, dass wir in der Fotografie schon diese Probleme bewerkstelligen können. Ich stehe hier gerade auf einem Hochhaus in Berlin und wir wollen heute den Funkturm im Hintergrund fotografieren. Da geht gerade auch die Sonne unter und sobald die blaue Stunde anfängt, kann ich diesen Natural Night Filter benutzen. Dann gehen auch wirklich die Straßenlaternen an. Dann zeige ich euch mal ganz genau, was dieser Filter macht. Ganz kurz noch, den gibt es natürlich in unterschiedlichen Größen. Also ich habe jetzt hier gerade die 150x150mm Variante, die ist schon sehr, sehr groß. Aber ich habe halt das Filtersystem, das S5-Filtersystem von Neezy und das ist für sehr weitwinklige Objektive. Du kannst natürlich auch das Ganze in kleiner erwerben, falls du Objektive hast, die nicht ganz so weitwinklig sind. Und dafür gibt es natürlich auch die verschiedensten Varianten und die verschiedensten Filterhalter. Das ist so ein Standardfilter, 2 mm Dicke, das heißt, der funktioniert eigentlich auch mit jedem gängigen Filterhalter. Falls du noch keine Neezy-Produkte hast oder dir noch welche besorgen möchtest, dann gibt es 10% Rabatt hier auf der linken Seite eingeblendet. Und damit kannst du dann auch noch mal ein bisschen in dem Online-Shop sparen. Ja, wie ihr wisst, ich bin Brand Ambassador von Neezy. Bedeutet natürlich, dass ich auch von denen unterstützt werde. Das sage ich jetzt hier auch ganz offen und ehrlich nochmal. Also diese Filter wurden mir natürlich auch zur Verfügung gestellt. Hashtag Transparenz. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir warten mal ab. Ich baue jetzt hier mal mein Stativ schon mal auf. Werde mal meine Komposition schon einrichten. Ich denke mal fast, dass das ein Hochformat-Schuss wird. Und dann schauen wir einfach mal, wie das ganze Foto aussieht. Und warten auf die blaue Stunde. Jetzt habe ich hier mein 24-70mm Objektiv drauf, was natürlich nicht mehr ganz so weitwinklig ist. Ich habe ja gerade eben gesagt, ich habe sehr große Filter, weil ich ein Filtersystem habe, auch für weitwinklige Objektive. Und jetzt will ich natürlich nicht immer alles doppelt mitschleppen, weil hier theoretisch würde ja auch ein 100x100mm drauf passen. Dafür hat Neezy aber Adapterringe hergestellt. Das heißt, ich kann jetzt einfach auf dieses Objektiv hier einen Adapterring draufpacken und dann passt auch mein großes Filtersystem hier drauf. Das ist relativ entspannt hier einfach vorne drauf geschraubt. Perfekt. Und jetzt habe ich hier meine große Filterbox, die ich immer mit rumschleppe. Ja, ich weiß, das ist relativ groß und hat auch ordentlich an Gewicht, weil ich auch ein paar Filter mit dabei habe. Aber es lohnt sich für mich einfach. Und ganz ehrlich, ich habe da lieber ein paar Adapterringe dabei, um es auf kleinere Objektive bzw. auf längere Brennweiten raufzuschrauben, als dass ich jetzt alles doppelt mitschleppe. So, das ist jetzt hier mein S5-Filterhalter, der würde normalerweise eigentlich auf mein 14-24mm Objektiv raufpassen, aber durch diesen Adapterring, den ich hier gerade drauf gemacht habe, passt er jetzt auch auf mein 24-70. Einfach draufgesteckt, festgeschraubt und schon ist das Ding fest. Jetzt hast du ja vielleicht gesehen, dass ich da schon einen Filter drin habe und das ist der Polfilter. Den nutze ich eigentlich fast immer, weil ich einfach noch so ein paar kleine Verbesserungen in dem Himmel dann drin habe.
und er schluckt auch noch mal ein bisschen Licht. Also das ist auch ganz schön. Jetzt gerade für den Sonnenuntergang würde ich erstmal mit einem Verlaufsfilter arbeiten und dann zusätzlich, man hat ja die Möglichkeit, zwei Filter immer zu benutzen, dann den Natural Night Filter obendrauf. Aber jetzt für den Sonnenuntergang, da brauche ich den erstmal noch nicht. Da haben wir noch keine Straßenlaternen an. Ich mache jetzt erstmal einen Shot zum Sonnenuntergang und dann später den Blue Hour Shot. Du siehst ja jetzt hier die Aufnahme aus meiner Kamera. Das ist jetzt ein 16:9 Format. Normalerweise habe ich rechts und links noch ein bisschen mehr Platz. Aber du siehst, wenn ich den Vordergrund jetzt richtig belichte, dann ist der Himmel noch ein kleines Stück zu hell. Und genau deswegen werde ich jetzt am Anfang erstmal mit einem Verlaufsfilter arbeiten. Falls du das Video zum Verlaufsfilter noch nicht gesehen hast, das verlinke ich dir auch nochmal hier oben in der Ecke. Dann kannst du dir das auch nochmal anschauen. Und dort arbeite ich viel mit Verlaufsfiltern, um einfach die Balance zwischen Vordergrund und Himmel immer genau richtig zu haben. Jetzt werde ich hier mal den 3-Stop-Verlaufsfilter reinsetzen. Das heißt, er hat ganz oben 3 Blendenstufen, das Ganze dunkler als unten. Und du siehst, wenn ich das jetzt hier reinschiebe, wie der Himmel dunkler wird. Und dadurch haben wir jetzt eine ausgeglichene Belichtung im Foto. Jetzt kann ich hier das Ganze sogar noch einen kleinen Tick heller machen. Perfekt. Und so passt das Ganze echt gut. Ich kann es theoretisch auch noch ein kleines Stück weiter runterschieben. Ja, je nachdem, wie dunkel ich den Himmel im Endeffekt dann haben möchte. Ich habe jetzt schon ein paar richtig schöne Kompositionen gefunden. Zum einen hochformatig, aber auch im Querformat. Das ist jetzt hier eine Komposition, die ich sehr mag. Da haben wir jetzt den Funkturm relativ präsent drin. Habe ich so ein bisschen auf die Ein-Drittel-Linie hier gepackt. Wenn ich mal weiter durchgehe hier, da haben wir auch ein bisschen was im Hochformat. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das Ganze eher ein bisschen weiter reinzoome oder doch ein bisschen weiter weg mache. Denn hier im Vordergrund haben wir theoretisch auch noch so einen richtig coolen Kreisverkehr, den man mit einblenden kann. Und gerade wenn es dann Richtung blaue Stunde geht und wir dann doch ein paar mehr Sekunden belichten müssen, dann haben wir vielleicht ein paar richtig coole Lichtstreifen von den Autos noch mit drin, die wir auch wieder als führende Linie nutzen können. Jetzt ist es langsam soweit und die blaue Stunde fängt so richtig an und die Straßenlaternen sind auch angegangen, was bedeutet, so langsam wird es Zeit für den Natural Night Filter. Deswegen werde ich jetzt als erstes mal den Verlaufsfilter hier runternehmen. Den brauche ich jetzt nicht mehr, weil der Himmel jetzt dunkel genug ist und der Vordergrund und der Himmel also auch in der Belichtung sehr, sehr gut miteinander harmonieren. Jetzt werde ich den Natural Night Filter draufpacken. Das heißt, der kommt hier mal runter und der Natural Night Filter kommt dafür drauf. Man muss dazu sagen, dass dieser Natural Night Filter auch 1 bis 1,5 Blendenstufen schluckt. Bedeutet, der macht das ganze Bild auch einen kleinen Tick dunkler, was man dann in der Belichtungszeit wieder ausgleichen muss. Ein kleines bisschen müssen wir noch warten. Ich werde trotzdem schon mal ein Vorher-Nachher-Bild dir zeigen, damit du mal siehst, wie der Effekt von dem Natural Night Filter am Ende aussieht. So sieht das Ganze mit Natural Night Filter aus. Jetzt nehme ich den nochmal runter. Und so schaut's ohne Natural Night Filter aus. Also im Moment sieht man sehr deutlich erstmal die Farbverschiebung, aber auch die Lichtverschmutzung wird entsprechend weniger. Also gerade wenn du hier unten mal auf die Straßen guckst, da sieht man ja schon sehr stark die Laternen. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche miteinander, dann sieht man schon, dass hier die Lichtverschmutzung deutlich weniger ist. Aber der Effekt wird umso stärker, umso dunkler es wird. Das heißt, wir warten jetzt mal noch ein bisschen weiter ab. Ich denke mal so 10-15 Minuten ungefähr. Dann kommt der Effekt erst richtig zum Tragen. Jetzt siehst du auch noch mal in der Kamera selber den Effekt. Das ist jetzt ohne Natural Night Filter und jetzt stecke ich den hier vorne noch mal rein. Und so sieht das Ganze dann mit dem Filter aus.
Wenn du mit einem Natural Night Filter arbeitest, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, immer im RAW-Format zu fotografieren, damit du später noch kleinere Farbanpassungen machen kannst. Gerade die Rottöne würde ich in der HSL-Tabelle noch mal ein bisschen anpassen, denn die sind mir tatsächlich dann ein bisschen zu rotstichig. Selbst Nisi selber sagt das auf deren Webseite, dass man da noch ein bisschen nacharbeiten sollte. Also RAW-Format sollte angesagt sein und dann kann man entsprechend den Weißabgleich und auch die HSL-Tabelle noch anpassen. So Leute, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls dem so ist, könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben und postet doch mal gerne unten in die Kommentare, ob so ein Filter für euch selber interessant wäre oder vielleicht habt ihr ja schon selber einen und nutzt ihn auch. Das würde mich mal sehr interessieren. Ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen und bis dahin wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!